Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground-Commentary. Diesmal sind wir tiefen in Schlucht, genau. Hat sich was verändert zum letzten Mal? Ja, ich habe ein anderes Mock-Set. Das ist eine Kombination aus, was ist das? T10 Hero vom Paladin, Helm und Schulter und der Rest ist vom Todesritter. War das Hero? Ich glaube, das war auch Hero. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja egal. Moment, Gene. Ach, relativ früher Morgen. Ich hoffe, das BG wird gut. Denn, ja, ich habe über 5 Minuten gewartet. Das muss man sich mal vorstellen. Als Hortner 5 Minuten auf dem BG warten. Das ist eigentlich eine Frechheit, ne? 13 Euro und so. Nee, also ehrlich, ich habe wirklich jetzt wirklich geschlagene 5 Minuten auf das BG gewartet. Das ist wirklich heftig. Ich dachte mir auch nur, okay, mein... Früher war das ja noch üblich gewesen, dass man zwischen 5 und 15 Minuten hat warten müssen. Aber heutzutage auf Hordenseite ist das also spätestens, also Gott, in MOP war das ja schon teilweise so, dass jetzt nochmal geht. Ja, das ist wirklich Stoff für Verhältnisse. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, es ist jetzt kurz nach 10 nach 10. Ich habe eigentlich gut geschlafen. Aber halt relativ kurz. 6 Stunden ist halt doch nicht viel. Was hat sich von Ausrichtung? Ich bin voll auf Mastery. Ne, hier. 102,72%. Ja. Dann nochmal der Buff dazu. Von den Talenten her. Moment, Talente waren hier. Und da hat sich erstmal nichts geändert. Eventuell werde ich mit Empowered Seals das nochmal machen. Mal schauen. Das ist jetzt wirklich das Maximum. Ich habe nämlich auch die Insignie mit Trinket mit Mastery eingepackt. So, schauen wir mal hier. Da schauen wir, will ins Gesicht. Nein, will er nicht. Ein Mage wird mich jetzt gekriegt, aber. Gleich mal die Wall up, Priest Inline, Stun und gib ihm. Machen wir das dann. Er kriegt die ganze Kerze, jetzt hat er nochmal ein Inline. Nein, er lebt. Das ist der Monk hinten dran, aber wir ziehen das jetzt durch. Ja, wir machen jetzt einen Tunnelblick an. Das ist doch ein Bot, oder? Der bleibt nur stehen. Okay, jetzt gehst du mir auf den Sack da hinten. Der Mädchenstun. Oh, hier weg. Alles an ihn raus, was geht. Den Rogue stunnen. Scheiße, zu spät. Töten wir ihn. First Blood. Den heilen wir mal voll. Freedom. Da ist der Mage. Den gehen wir ran. Und dann ärgern wir den Monk hier. Nicht zu weit rein, genau. Wall ist gleich wieder da. Genau, Wall ist dran. Mal hier raushauen. Das ist immer sowas, was ich immer gern vergesse. Nachbuffen. Scheiße. Chummy. Ah, nee, da ist der Monk. Hat Inline, kriegt einen Stun, Trinket zünden. Kann ich vielleicht töten? Das wäre super. Priest kriegen wir nicht. Da ist der Monk, kriegen wir den trotz Bubble? Wahrscheinlich nicht. Rock, gehen wir raus mit Insi. Gehen wir raus mit Einspruch, den kicken wir. Machen wir Stun. Freedom, dann hauen wir lieber ab. Das hat keinen Sinn. Pet für Speed. Den heilen wir mal voll mit allem, was wir haben. Wir kriegen den Inline. Extrem viel Master ist schon krass. Ah, Mist. Okay. Nachbar. Oh, hallo Mage. Jetzt stirbst du. Boah, das mit Empower zieht sich bestimmt noch besser. Freedom. Freedom. Stun. Gut, dann kann man wegmachen. Wall ist wieder ab. Muss ich weg. Bin ich gerade nicht hinterher. Auch wenn wir Heal bekommen. Holen wir uns den Kill da. First Blood. Mitch. Better. Achso, ja genau, ich habe die Crit Insignium im Übrigen drin. Und nicht die mit Vielseitigkeit, einfach um das Ganze noch so ein bisschen zu pushen.
Ja, schauen wir hier oben nach. Das sind zwei. Da ist da überhaupt irgendwas? Nö. Alle sind Butter. Können wir da nicht mehr hin? Können wir da in die Mitte gehen? Eigentlich müssen wir die Lore holen, aber dadurch, dass sie hier alle am Zergen sind. Der hat erstmal Invite. Oh, scheiße. Fire Mage. Ja, klau mich doch. Wall ist ab. Die Schurken hier. Komm her, komm her, komm her. First Blood. Der Schami hier, der hat seine Death-CDs ab. Haben wir auch. Das ist eine Opferung. Schauen wir, kriegt einen Stun. Oh, jetzt hat er seine CDs da. Ups, das hab ich schon gut gesagt. Natürlich. Tötet. Die heilen wir mal so ein bisschen. Geh mal auf den Mage da. Bam. Ins Gesicht. Mist. Du kriegst einen Stun. Klick hier. Du kriegst. Die Magier ziehen mich dann runter. Boah, das sieht man jetzt schon da. Bin ich nochmal sicher. Den da auch noch. Gott, ich hab ja gar nicht so viel geheilt. Okay, der kriegt jetzt einen Stun. Das den wollte ich hinleihen. Inzi, Wall ist ab. Gib dem Mage hier. Okay, den anderen. Das kriege ich nicht. Wieso wird der nicht verlangsamt? Ah, Mist. Hab ich ihn aber. Nein, da gehe ich nicht hinterher. Das ist Quatsch. Das ist ein Mage. Khan Mage. Monk hat's. Ne, Mage hat's da. Oh, cool. Charles, habe ich gedacht. Der Monk stirbt noch. Hat aber nicht gereicht. Ne. Das ist. Sorry, Hexe, aber das ist mir zu Yoga. Da komme ich nicht hinterher. Du kannst da vielleicht irgendwie mehr, weil ich jetzt Bubble und alles, aber. Eher weniger. Und drei Stützpunkte. Eigentlich müssten wir wirklich die Lore holen. Na gut, Bubble bringt mir nichts bei Lore. Danke für den Heal. Vielleicht kommen wir ja irgendwie zur Lore. Heal. Respawn. Jedenfalls nichts. Natürlich ist es ganz klar, wenn ich mir jetzt die Lore hole, ist da Respawn und dann haben wir schon ein Problem. Schon mal. Für uns? Mage natürlich. Ah. Wo ist der Mage hier? Komm her. Ist dann. Kannst du krempeln? Das Bellen. Freispruch geht das? Ja, Mist, 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 Mist. Jetzt hab ich den Heal nicht raushauen können. Ach, das ist natürlich auch ein Scheiße. First Blood. Ha, Inline, Trottel. Kannst du nicht blinzeln, dann kann ich dich erst dann. Ja, das war ein Fehler. Schade. Ja, es ist gut. Da ich komme da nicht weg. Wenn da so ein Feuer, dann Frostmage. Also spätestens wenn ein Feuermage an mir dran ist, komme ich nicht wirklich weg. Der drückt. Ich komme schon irgendwie weg. Mit Empowered Seals wäre das eher möglich. Das Problem ist allerdings, werd Dauer geslowt. Zum Glück ändert sich das in Legion soweit. Beziehungsweise. Ist relativ. Gegen Magier ändert sich das nicht. Allerdings ist es so, dass die Magier bis aktuell der Arkan, gut aktuell ist jetzt relativ, vom Stande der Aufnahme, ist es so, dass der Arkan der einzige der drei Magier-Specs ist, der ordentlich drücken kann und diesen Dauerslow hat. Und jeder Magier ist halt sehr mobil, das ist ja auch von Blizzard so gesagt. Das wurde auch offiziell so genannt, dass Magier zum Beispiel eine der mobilsten Klassen im Spiel sind. Halt sehr viel auch CC entsprechend besitzen, also slow auch, aber dafür nicht so
stark Damage drücken können. Bis auf der Arkan. Da ist halt die Frage, ob das so bleibt. Da ist dann Wings. Inline. Hammer. Da kann ich nichts mehr tun. Außer ihn töten. Boah. Aber du stirbst jetzt. Ey, das ist doch lächerlich, ist das doch. Jetzt hast du aber den Line. Jetzt stirbst du. Nein, jetzt hab ich. Oh, jetzt bin ich sofort wieder raus gewesen. Na, der Mage will's wissen. Komm her. Ich sollte jetzt sind's dann. Ach, schade, schon vorbei. Ja, also. Der Druck ist enorm. Magier out damaged. Naja, gut, egal. Schade, ich wollte das mit der Lore. Naja, das war aber wahrscheinlich auch. Ich hätte es wahrscheinlich lassen sollen. Nee, zur Mobility ist halt, ja. Also man, der Mage, also wenn ein Mage einen kiten will, was er in Legion kann, wenn er es richtig macht, kann er es gut. Aber es dauert eine Weile, bis er ein Retri runterzieht. Bei anderen weiß es jetzt nicht genau. Gut, wir haben ja so, wir haben kein Gap Closer. Wir können Divine Steed skillen. Also das Ross, das göttliche Ross, aber es bringt uns nichts, weil gegen Slows hilft das nicht. Bist du geslowt, dann bringt dir dieser CD überhaupt nichts. Gut, in diesem Sinne, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, auf Twitter oder auf Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!